So, hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen live on tape von der schönsten Insel der Welt. Jetzt habe ich fast wieder live gesagt. Aus Zypern jedenfalls, nicht live, aber aus Zypern. Peru Place, ich bin der Peru. Ja, und ich habe wieder richtig Bock, mal wieder den guten alten Stoff reinzupfeifen. Es sind schon bereits 10 Jahre, so lange gibt es ESO, Elder Scrolls Online. Und ich habe heute richtig Lust, dass wir uns einen neuen Charakter schnitzen und eine neue Geschichte beginnen. Wir sind schon mal in der Charaktererstellung. Das heißt, da werden wir gleich mal loslegen und uns einen neuen Helden schnitzen. Bevor es losgeht, nicht vergessen, wenn es euch hier gefällt, lasst gerne ein Like, Follow, gerne auch ein Abo da. Würde mich sehr freuen und los geht's. So, ich habe mir so das ein oder andere schon vorgestellt oder gedacht bei unserem neuen Helden. Ein Templer soll er sein und ja, ein Mensch. Also, Nord zum Beispiel. Jetzt Geschlecht ist. Achso, ja, okay, das ist Weibchen, okay. Als Mensch gehören wir dem Ebenerdpakt an und wie gesagt, ich hätte gerne einen Nord. Gut. Jetzt müssen wir uns den Kollegen noch so ein bisschen anpassen. Gucken wir uns mal ganz schnell an hier die Rüstung. Oh Gott, ich bin ja. Nee, lass mal. So, Körperbau. Muskulös und hager. Naja, also wenn es nach dem Original geht, ist eher so, ne? machen wir ihn stattlich. Stattlich soll er sein. Okay. Körpergröße, ja gut, die Norden sind natürlich schon, ne, die können wir groß, schon gerne ein bisschen größer machen. Ich bin ja nun mal jetzt sozusagen ein typischer Nord. Das heißt, wir geben ihnen ein bisschen mehr Turn, ne? Ja. Und gehen wir weiter. Schulterbreite kann gerne ein Stück mehr sein, jawohl. Die stolz geschwellte Brust heben wir auch immer ein bisschen an. Bauch habe ich auch. Den lassen wir mal zu. Oh, das ist schon genug Bauch hier. Okay. Gibt es an meinem Gesäß was? Ich bin doch keine Kardashian. Ich lasse doch nicht den Hintern aufspritzen hier. Nee, weiter. Er sieht ja eigentlich schon ganz sympathisch aus, finde ich, ne? Warte mal. Heroisch. Ja, ein bisschen zu sanft soll er ja nur auch nicht sein. Ja, das ist Nord. Da muss ein bisschen heroisch und, ja, kantig. Kantig ist ein gutes Wort. Also sieht er eher aus wie eine Hexe. Nee, komm, das lassen wir mal hier. So. Das sieht noch einigermaßen aus. Kernig, aber doch noch so ein Ticken sympathisch. So. Ja, Alter, jetzt kommen wir zu meiner Schwachstelle, Freunde. Ich bin ja schon mal über die 20 rüber. Ne? Der alte Recke hier ist dementsprechend dann auch schon ein bisschen älter. Machen wir noch Verzierung. Oh Gott, das sieht ja aus wie Kaiser Wilhelm. Nee, das lassen wir mal hier. Fand ich den Drei-Tage-Bart schon so ein bisschen sympathischer eigentlich. Ja, genau. So was. So, die Haarfarbe ist ja schon mal dicht dran im Original, ne? So. Ich muss es gestehen, ich versilbere gerade so, was mein Haar angeht. Ne? Das ist. So, jetzt mal gucken. Glatze, nicht so weit ist bei mir noch nicht. Das sind Frisuren bei Leute, die sind jenseits von Gut und Böse. Was ist denn das hier? Ich wollte ihm eigentlich eine schöne Nordmähne verpassen hier. Sieht eher elfenartig aus. Ich meine, es wäre schon originell. Wir behalten den mal im Hinterkopf. Ist jetzt aber nicht so das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Warte mal. Das Schwerste an ESO, die Charaktererstellung, ne? Man kann sich nicht entscheiden. Es ist schrecklich. Ah, da geht's hier vorne. Also, ich würde sagen, entweder. Moment. Entweder. Den hier. Das sieht mir schon zu glatt aus. Nee, wir nehmen mal das hier. Das sieht, die Augenklappe. Ja, das kann man machen. Das lassen wir mal.
Ich glaube, da fummel ich jetzt gar nicht groß weiter rum. Stimme. Wo ist denn Stimme? Ach, da. Nein. Das kommt eher hin. So, Augenfarbe. Da kann es nur eine Farbe geben, natürlich. Für ein Nord. Stahlblau. Sind wir jetzt aber nicht so gut hier. Ah, jetzt kommen wir zur Sache. Nee, warte mal. Ja, das ist das Einzige, was ich nicht so gut gemacht finde mit den Augenfarben. Warte mal. Ja, sowas. Ja, Stahlblaue Augen. So muss das sein. Das Ganze hier lassen wir mal. Und dann würde ich sagen, bin ich eigentlich so recht zufrieden. Oh, ja, jetzt. Ja, pass auf, warte mal. Mal sehen, ob ich das oder ob das zu lang ist. Ich habe eine Idee. Die meisten Namen gibt's ja schon, ne? Deshalb muss ich mir jetzt gerade was einfallen lassen. Moment, ist das soweit? So, ich hoffe, das ist nicht zu lang. Ja, Geralt von Larnaca. Warum nicht? Die Einführung sollten wir auf jeden Fall machen, weil ich bin da raus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es gehört ja auch dazu, wir machen das hier von Anfang an ganz straight. So, los geht's. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, was sich getan hat. Es gibt ja neue Server, das eine oder andere wurde überarbeitet. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt. Leider fehlen mir jetzt die Add-ons hier. Ihr die seid ich auf der wach? Xbox hatte. Den Sternen sei Dank. Okay, ja, wir sind wach. Das freut mich genauso wie dich. Dann schnacken wir mal kurz. Da seid ihr ja. Und noch dazu auf den Beinen. Ich weiß, dass einem eine magische Translokation richtig auf den Magen schlagen kann. Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit, um euch zurechtzufinden. In Ordnung? So, ja, wo bin ich? Auf der Insel Balfiera, der Heimat von Clan Direnni. Entschuldigt die beengte Unterbringung. Wir sind stolz auf unsere Gastfreundschaft, doch die Umstände hier haben sich zum Bizarren gewendet. Ich musste sichergehen, dass ihr keine Gefahr für euch oder andere seid. Ja, da gibt's nur eine Option. Könnt ihr mich rauslassen? Ihr habt es vielleicht nicht mehr so eilig mit dem Entkommen, sobald ihr gehört habt, was vor sich geht. Ihr seid durch ein Portal hergekommen, zusammen mit einer dädrischen Bestie namens Chiazell. Sie übernahm die Kontrolle über unsere Golems und wendete sie gegen uns. Wenn ich euch befreie, werdet ihr dann Chiazell aufhalten? Jawohl, lasst mich frei und ich helfe euch. Natürlich mache ich das. Weise Entscheidung. Einen Augenblick. Ich bin ein Meister der weisen Entscheidung. Das sollte die Tür entriegeln. Okay. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Sodale. Jetzt mal die Ansicht hier ändern. Ich spiele das gerne in der dritten Person. Ihr kennt mich. Bei RPGs eigentlich immer. So, jetzt können wir uns was aussuchen und sofern nicht was anderes angeboten wird, werde ich wahrscheinlich auch Schwert und Schild wieder nehmen. Als Nord tendiere ich sowieso mehr zum Schild und Schwert. So. Sieht gut aus. Dann sollten wir es auch ausrüsten. Moment. Wie war das nochmal? Ah ja, hier. Opta. Schwert des altmerischen Elixirs Exilanten. Ja, okay. Da ist noch das passende Schild. Was habe ich hier? Eine Benachrichtigung. Tägliche Belohnung. Immer gut. So, nach jedem täglichen Zurücksetzen könnt ihr bei eurem Login in The Elder Scrolls Online eine kostenlose tägliche Belohnung als Hilfe für euer Abenteuer beanspruchen. Über diesen Kalender erfahrt ihr, welche Belohnungen euch in einem Monat erwarten. Entschuldigung. Belohnungen werden jeden Monat zurückgesetzt, also loggt euch jeden Tag ein, um eure Belohnungen zu beanspruchen. Guti.
Wir kriegen zwei große Goldküstenschriftrollen des Lernens. Das ist gut. Ich glaube, die sollten wir uns gleich im Tutorial mal reinpfeifen, dass wir gleich davon profitieren. Wo sind die denn jetzt? Hallo? Die müssen doch jetzt in meinem Inventar sein, oder? Nutzgegenstände. Da. Voilà. Eine Stunde lang. 100% mehr Erfahrung aus allen Quellen. Genau. Genauso soll das sein. Auf geht's. Nun seid ihr frei und munter wie eine Frühlingsgrille. Ich hoffe, ihr habt vor, euer Wort zu halten. Wir werden einander da draußen brauchen, dessen bin ich mir sicher. Ich heiße übrigens Norianwe, vom Clan Direni. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. So, wunderschön. Wohin geht's denn? Wir wollen zu einem Ort, den man die Galerie des Schlüsselmachers nennt. Doch erst muss ich wissen, dass ihr euch verteidigen könnt. Durch die Aorbis zu stürzen und auf euer Ohr zu fallen, hat euch ein wenig durcheinander gebracht. Sucht eine Waffe und wir bringen euch wieder auf Vordermann. In Ordnung? Gut, Waffe haben wir schon, Schild haben wir. Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz versprechen, doch ich werde so ehrlich sein, wie ich kann. Ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, aber gut. Wir fragen jetzt kurz nach der Galerie des Schlüsselmachers. Die Galerie des Schlüsselmachers ist ein uraltes Untergebäude von Balfiera, das erbaut wurde lange bevor mein Clan hier eintraf. Ja, was es ist, wissen wir ja mehr oder weniger schon aus anderen Durchläufen. Deshalb machen wir einfach mal weiter. Wie packe ich das übrigens wieder weg? Es nützt nichts, wenn ihr diese Waffe in eurem Bündel herumklappern lasst. Rüstet sie aus. Dann helfe ich euch dabei, eure Erinnerungen aufzufrischen. So, ach so, jetzt muss ich sie wahrscheinlich nochmal aus dem Inventar einmal... Es nützt nichts, wenn ihr diese Waffe in eurem... War ich jetzt zu schnell? Sollte ich die Waffe noch gar nicht ausrüsten? Rüstet eine Waffe aus. Ja. Rüstet einen zweiten Handgegenstand aus. Ich war zu schnell, das ist es tatsächlich. Ich war zu schnell. Warte mal. So. Rüstet eine Waffe aus. So. Nochmal. Also, Haupthand. Bäm. Und Nebenhand. So, jetzt. Ja, ich glaube, die passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. So, suchen wir uns einen Platz zum Üben. Okay. Also, jetzt war ich gerade wirklich ein bisschen verwirrt. Aber nur kurz. Okay. Ah ja, hier kommt jetzt unsere Kampfeinführung. Gut, dass wir die Rolle uns schon zur Brust genommen haben hier. Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappen, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. War super. Lasst uns anfangen. Schnell jetzt, schlagt das Konstrukt. Gut gemacht. Beeindruckend. Schlagt erneut. Brillant! Okay. Wir hoffen noch! Wappnet euch! Blockt! Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht ist! Ihr seid ein Naturtalent! Gleich weiter hier! Schützt euch! Schlagt hart zu! So geht das! Gut gemacht! Blockt den Schlag! Setzt euren schwersten Angriff! Einige Feinde versuchen euch zu überwältigen. Schnell, befreit! Ihr habt euch befreit! Nochmal, macht! Ihr seid unaufhaltbar! Ihr seid durch und durch der Krieger, für den ich euch hielt. Na, wirst du wohl! Unterbrecht das! Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem... Das war ein Schlag! Jetzt, unterbrecht es! Herr
hervorragend gemacht. Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Haltet ihn an. Wenn euer Feind einen Angriff vorbereitet, schlagt zu. Gut, jetzt vernichtet es. Gut gemacht. Kommt und sprecht einen Moment mit mir. So, belebte Rüstung durchsuchen. Okay. Okay, Belohnung haben wir auch schon bekommen. Beinschützer des vergessenen Abenteurers. Naja, nehmen wir erstmal mit. Rang 3 bei Waffe mit Schild erreicht. So, während ihr Tarnfeld erkundet, gewinnt euer Charakter an Erfahrung, bla bla bla. Das war jetzt ein bisschen schnell. Jetzt gucken wir mal schnell. Stufenbelohnungen. Oh, wir kriegen die ersten Punkte. Ein Attributspunkt und ein Fertigkeitspunkt. Ja, die holen wir uns dann natürlich mal. Yes, so. Wie immer die Qual der Wahl. Wie verteilen wir die Punkte? Also er ist jetzt ja ein Nord. Das heißt auch kein großer Zauberer. Deshalb lasse ich Magika jedenfalls erstmal außen vor. Und wir konzentrieren uns erstmal auf Leben und Ausdauer. Ich nehme erstmal die Ausdauer. Ja, wir werden jetzt auch viel craften. Gleich am Anfang. Hoffe ich. Da brauchen wir ein bisschen Platz. So, jetzt können wir eine Fertigkeit uns aussuchen. Die müssen wir dann auch gleich verteilen. So, was nehmen wir? Durchschlagende Hiebe, hastige Zeremonie. Durchschlagende Hiebe. Okay. Ja, da müssen wir noch so ein bisschen dann dran arbeiten. Was ist hier? Okay, da müssen wir warten, bis wir dann wieder neue Punkte natürlich bekommen haben. Habe ich jetzt was vergessen? Warte mal. Nee. Nee, ist alles in Ordnung. Okay, ich wollte mal schauen. Immer mal schauen, das ist wichtig. Ne? So, wie stecke ich jetzt eigentlich den Bums hier wieder weg? Wir sind nicht die ganze Zeit mit gezogener Waffe. Ach du Scheiße, das... Warte mal. Das Ding ist ja geil. Ja, nee, das gefällt mir. So, warte mal, ich will mal kurz in die Steuerung schauen. Wie gesagt, ich will die Waffe hier auch mal wieder wegstecken. Warte mal, unter meinen Fähigkeiten. Leiten. Waffenwechsel. Links halten. Okay, warte mal. Sehr schön. Wenn ihr solche Manöver beherrscht, hat kein Daedra eine Chance. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit loszuziehen. Okay, finde ich auch. Um die Galerie des Schlüsselmachers zu erreichen, müssen wir erst aus dieser Ruine entkommen und ein weites Feld voll dieser Golems durchqueren, die ich erwähnt hatte. Mit etwas Glück können wir an ihnen vorbeischleichen. Doch ich habe meistens nicht allzu viel Glück. Ich entschuldige mich lieber im Voraus. Okay, dann machen wir das. Wo geht es lang? Da, durch diese Türe, in die Ruinen von Valfiera. Guti, dann schauen wir mal. Ich werde auch gleich mal gucken nach diesen ganzen Vasen und Urnen. Da ist nämlich auch schon eine ganze Menge drin. Dietrich, sehr gut. Da liegt auch noch was rum. Natürliches Wasser. Kaltes, klares Wasser. Noch mehr Wasser. Hier noch was. Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich am Anfang hier liegen lassen. Ein angenagter Knochen. Das ist jetzt nicht so, was ich mir erhofft habe. Einer der verirrten Golems. Wir wollen uns vielleicht lieber an ihm vorbeischleichen. Was, ihr seid Ziel eines Statuseffekts? Okay, vielleicht mal. Da sind wieder Urnen. So,
renne ich mit den Knochen? Na gut, wir werden es noch rausfinden. Ginkgo. Was war das hier? Da ist nur Asche. Und noch mehr Dietriche. Nice. Wir sind fast dort. Legen wir einen Zahn zu. Jetzt, ja, nee, jetzt nicht hetzen hier. Was, wenn wir schon hier sind? Dann nehmen wir den Bums auch mit. Ist auf jeden Fall besser als die Lappen, die ich jetzt gerade trage. Ist auch ein Helm irgendwie da. Warte mal. Geh mal aus. Schätzelein, geh mal aus dem Weg. Nee. Okay, aber wir legen ganz schnell die Rüstung hier mal an. Kann nur nützlich sein. So, Torso. Eisenkürass. Ja, das sieht doch schon gleich sehr viel besser aus. Eisenbeinschienen. Und an den Füßen gibt es auch was. Die Eisenpanzer. Schwere Rüstung, genau. Ja, da wollte ich eigentlich auch drauf hinarbeiten, mit der schweren Rüstung. Da haben wir noch sogar Eisenhänzen gefunden. Warte, die nehmen wir dann auch gleich. Wunderbar. Ich hoffe, wir finden noch einen schönen Helm hier irgendwo. Das ist natürlich schwer. So, vorher plündern wir hier weiter. Okay, die Triche haben wir jetzt mehr als genug. Erstmal. Gut, der Eingang zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg. Okay. So, und überall stehen Urnen rum. Das ist ein Traum. Beim Schlüsselmacher ist auch noch so eine Abteilung mit ganz vielen Büchern. Da werden wir auch ein, zwei Sekunden verbringen, sage ich mal. Weil... Moment, da haben wir noch einen Gürtel. Da kriegen wir auch Erfahrung raus, glaube ich. Bin nicht ganz sicher, aber ich meinte, das war so. Also wenn ich hier irgendwas falsch mache, ne, ihr alten Recken bei ESO, ne, nehmt es mir nicht übel. Ich bin gerne für gute Tipps offen. Ja, einfach reinschreiben in die Kommentare. Und wenn ihr schon da seid, ne, lasst gerne Like, Follow oder Abo da. Würde mich freuen. Vielleicht sieht man sich ja mal in Game. Da tickert schon ein Tiger rum. Ein Tiger! So, wir haben gleich mal unsere neue Waffe hier mit den Tieren. Ja, das ging knackig, zackig hier. 7 Gold haben wir auch noch bekommen. So, an dem T-Shirt kommen wir jetzt nicht vorbei. Ja, super. Ja, gut, dass wir hier... Ja, den könnte ich ja verkaufen später, ne? Ich nehme jetzt erstmal mit, was wir kriegen. Im Fall des Falles verkaufen wir einen Teil davon später. Da haben wir auch ein bisschen Kleingeld in der Tasche. Ihr habt nichts für uns. Gut. Der wird, glaube ich, gleich lebendig, oder? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Natürlich ist er lebendig.
läuft ja wie geschnitten Brot. Alter, was hier an Urnen rumliegt. Es tut mir leid, Freunde, aber ich muss den Bums mitnehmen, weil... So. Selbst was wir nicht gebrauchen können, können wir später eben, was weiß ich, zum Werkeln nehmen oder zum Verkaufen. Die bringen schon richtig was, ne? Geht richtig zackig hier mit dem Leveln. Ah, da läuft gerade die Galerie des Schlüsselmachers ist dort. Gehen wir hinein. Morgen. Was haben wir hier, Jasmin? Altes klares Wasser. Ah ja, das ist schön. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich weiß noch genau, hier liegen Rüstungen rum. Ich will jetzt mal schnell schauen. Wir lassen die Troller da mal kurz warten. Ja, nach Uhren gucken wir natürlich auch. Aber ich bräuchte einen Eisenhelm. Da ist ein Helm. Rohleder. Mal sehen, ob wir noch einen Eisenhelm finden. Oder Stahlhelm. Schulterpolster wären auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, natürlich in Stahl oder Eisen. Passend zu unserer schweren Rüstung. Das heißt, wir gucken jetzt mal auf der anderen Seite. Schärfe. Hier rum. Ah, hier, da. Ich glaube, das ist das, was ich haben wollte. Lass mich schnell gucken. Schultern, Eisenschulterschutz, sehr schön. So, Eisenhänzen, ja, da habe ich schon mal was zum Verkauf, ne? Das ist, und die Eisenhaube. Jawohl, ja. Wenigstens nicht, dass ich unrasiert bin. Okay. Spaß beiseite. Da ist noch eine Urne. Selbstverständlich schauen wir hier jetzt auch nochmal. Ja. Doppelt und dreifach will ich jetzt auch nicht alles haben. Eisendolch. So, so welche Sachen zum Beispiel kann man auch noch verkaufen im Fall des Falles. Rezept Jasmin-Tee. Sehr gut. Wir müssen auch gleich mal gucken. Wir sind ja ein Level aufgestiegen. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht. So. Da sind auch noch Urnen. Dietriche, lasst sie um mich sein. So. Auf geht's. Ja, ich nehme sie mit. Ich verkaufe sie einfach. Mein Gott. Erste. Natürlich ins Wasser. Mit. Also hier kann man richtig was schon gleich abgreifen. Ne? Gleich am Anfang. Das finde ich richtig gut. Ist natürlich ein bisschen fummelig. Ne? Immer die ganzen einzelnen Ohren immer jeweils durchsuchen. Aber... Ich denke mal, das wird uns beim Start helfen. Also auch finanziell. Die Kurwachs. Ich glaube, das brauchen wir so für Inneneinrichtung, glaube ich, später. Ne? Kann das sein? So, Freunde. Nun, das ist beunruhigend. Ja, sprich nur weiter. Ich suche hier nur weiter. Kein Problem.
Dietrich. So, was liegt dir denn auf dem Herzen, Mädel? Bei Jeffres Knochen. Dieses Anschwellen von Magika, das die Portale erzeugten, durch die ihr gekommen seid, dadurch muss diese Himmelsscherbe einen Sprung bekommen haben. Ohne unversehrte Himmelsscherbe bleibt dieses Tor verschlossen und wir können nicht weiter. Verdammt. Puh, na gut. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen? Sofern ihr nicht einen Satz Verzauberwerkzeug und Erfahrung mit der meteorischen Machtfülle-Theorie habt. Nein, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen einen Ersatz finden. Ach, das war doch diese Szene, wo wir die Scherbe nicht einsammeln, sondern absorbieren, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Gut, wo finden wir das gute Stück? Ich habe vor ein paar Tagen eine in einem Gewölbe südlich von hier gesehen. Doch sie wurde von einem der mächtigsten Golems der Insel flankiert. Üblicherweise würde ich sagen, wir sollten nach einer anderen Lösung suchen. Doch angesichts der Umstände müssen wir es wohl riskieren. Guti, alles klar. Dann ab natürlich, dafür. Aber trödeln wir nicht zu lange. So, jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, was für ein Golem sich da rumtreibt. Es ist ein monströser Wächter, den man auch einen Gargül nennt. Ich habe noch keinen kämpfen sehen, doch sämtlichen Berichten zufolge sind sie weitaus mächtiger als alles, dem wir uns bisher gestellt haben. Na gut. Wir lieben ja Herausforderungen. Also, wieder zurück das Ganze. Ich liebe es, hin und her zu rennen. So, jetzt warten wir mal ganz kurz. Weil wir haben ja ein Level wieder gut gemacht. Moment. Vorzüge schwerer Rüstung. Ah, siehst du, das haben wir schon mal als passive Fähigkeit bekommen. Stufenbelohnung. So, Speisen und Getränke. Gebundenes Kronenstärkungsmal. Das klingt gut. Erhöht 2 Stunden lang euer maximales Leben um 5892, eure maximale Magika um 6300 und eure maximale Ausdauer um 6300. Diese Effekte skalieren mit eurer Stufe. 5 Sekunden Abklingzeit. Ja, da gibt es auch Grund zur Freude. So, den Attributspunkt, den setzen wir mal ins Leben. Also wie gesagt, wir werden uns jetzt erstmal auf Leben und Ausdauer konzentrieren. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. In Ordnung. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Noch sehe ich's nicht. Ach, da drüben, oder? Schauen wir mal. So. Dann plündern wir erstmal lustig weiter. Alles leer. Rohlederin. Das kann man bestimmt, glaube ich, nicht brauchen. Jasmin. Ah, Moment, Jasmin-Tee können wir ja schon machen, ne? Siehst du, da haben wir doch schon was hier. Ist leer. Okay, ich will die Urnen, das heißt, ich werde hier an den Wächtern nicht vorbeikommen. Das ist aber völlig okay. Wir nehmen alles mit, was wir an Erfahrung hier mitnehmen können. Ja, so viel zu einem Golem-Champion, ne? Das war jetzt keine große Nummer. Zinnring. Ah, hat sich schon mal gelohnt, dass wir den Kollegen hier platt gemacht haben. Ich bin gespannt, wie viel er mich noch aufnehmen lässt. Ich glaube, 38 von 60 Plätzen habe ich verbraucht. Nochmal gleich auf die andere Seite natürlich. Da
haben wir noch so einen Kollegen, der nur darauf wartet, mit uns mal nett zu reden. Also dieser Speer, der ist richtig klasse, der gefällt mir. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Speeren als Waffen, aber das Ding kann man gebrauchen. Also was allein hier an einer Masse Unmengen an Dietrichen hier rumliegt. So, rein da. So, ich bin heute ein bisschen verschnupft heute Morgen. Entschuldigung, jetzt mal so ein bisschen schnoddert im Hintergrund. So. Ach, guck mal, hier liegen wieder Rüstungen rum. Dort ist sie, die Himmelsscherbe. Okay. Da haben wir schon, glaube ich, die nächsten Kameraden. Ja, das haben wir sowas von klar. Waffe raus, auf geht's. Ausweichrolle machen, aber hätte ich gar nicht machen müssen, weil wir sind schon so stark gleich am Anfang. Das ist cool, das ist sehr cool. Okay. Ja, wir müssen unbedingt mehr Rollen des Lernens noch finden. Wie lohnt sich wirklich die Ganze? So, da haben wir unsere Himmelsscherbe. Ja, genau wie ich es mir dachte. Die wird absorbiert und nicht eingesammelt, war nicht so gut. Habt ihr gerade die Energie dieser Scherbe absorbiert? Unglaublich. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Okay. Das heißt, wir marschieren gerade durch jetzt. Steht da rum? Den Namen kann man ja gar nicht aussprechen. Was soll denn das? So. Konzentriert euch auf die Himmelsscherbenöffnung. Mit etwas Glück reagiert sie auf die von euch absorbierte Macht und schließt das Tor auf. Ja, ich mach mal. Ha! Ihr habt es geschafft! Unterhalten wir uns! Okay. Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Die dädrische Kreatur, die für all diese Portale verantwortlich ist, wartet gleich jenseits dieses Tors. Falls ihr noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen habt, so trefft sie jetzt. Ne, ich denke, wir sind bereit. Also, gehen wir los. Sollen wir schon wieder mit ihr reden? Ich denke, wir wollen uns eigentlich sehr losgehen, Madame. Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Die dädrische Kreatur, die für all diese Portale verantwortlich ist. Na, das hatten wir doch gerade alles. Hä? Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Also ich glaube, er Punkt möchte, angekommen. Er möchte die dädrische Kreatur, reden, die für all diese Portale verantwortlich ist, wartet gleich jenseits dieses Tors. So. Falls ihr noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen habt, so trefft sie jetzt. Okay, dann habt ihr irgendeinen Rat, wie man dieses Ding erschlägt. Wie gesagt, ich bin nur eine Gelehrte. Aha, okay. Doch ich würde euch dazu anhalten, an das zu denken, was wir vorhin Aber wieso geübt gibt haben. Ihr uns dann die Wahl, Bewegung, nicht mit ihr zu reden, wenn wir und sowieso nutzt müssen? Jede Schwachstelle aus, die diese Kreatur euch bietet. Ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Ist ein bisschen unlogisch, aber okay. Da ist sie. Schickt sie zurück ins Vergessen. Das machen wir. Apropos Vergessen. Ganz vergessen, Mädchen. Jetzt gibt's hier auf 12. Nieder, Wurm. Nur mich wird es noch geben. Ja.
Dass immer die Erzfeinde so viel labern müssen. Das ist unglaublich. Was nicht sterben kann, könnt ihr nicht töten. Ja, ja, da töten wir gleich noch viel vor. Verdaut und sterbt. Tja. Großes Gerede wenig dahinter. Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Folgt mir. Gold, immer her damit. Und eine vererbte Halskette. Sowas finde ich nett. Erhöht euer maximales Leben um 888. Warte mal. Die liegen wir gleich an. Moment. Schmuck, Hals. Da nehmen wir die vererbte Halskette. Ja, wird an unser Konto gebunden, das finde ich okay, aber maximales Leben immer her damit. So, betretet die Galerie des Schlüsselmachers. Auf geht's. Genau. Ich glaube, hier in der Nähe sind gleich die Bücherregale. Das heißt, wir werden mal in das ein oder andere Buch, da sind sie schon, reinschauen, weil, wenn ich mich nicht täusche, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meinte, dass man da auch Erfahrungspunkte rausziehen kann. Was haben wir hier? Also hier war schon mal nix. Ich glaube, es sind natürlich auch nur einzelne Bücher. Die Stimme von Dunkelfrost, wo man Erfahrungen daraus kriegt, aber wenn wir hier schon eine Bücherei haben, dann gucken wir natürlich. Komm, Kalthafen. Bei allen Sternen, seht euch die mittlere Säule an. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Was Lektionen, die man beim Karawanenwachen lernt. Lernt mit L, ja, nee, ist klar. Also die Rechtschreibung ruht hier nicht, ne? Sehen das schon? Die Dedra-Anbetung, die I like. Ich würde gerne das Ende der Reise. Nein, wir sind am Anfang. Bis jetzt noch kein Buch, wo wir irgendwie was von kriegen. Der Geist von Nirn. Geschichte einer Maid. Mich nicht so sehr wie jetzt gerade hier der Inhalt der Urne. Gebet der Entschlossenen. Ja, da geht es dann weiter runter. Ich will jetzt auf der anderen Seite auch noch mal kurz in die Bücher reinschauen, beziehungsweise Urnen natürlich. Das nehmen wir alles mit. Bevor wir jetzt runtergehen und dann unseren Bereich auswählen. Das erste Land, das wir bereisen. Das Festmahl der heiligen Vasculicia. Das Seufzen von Dunkelfrost. Alles über zwei Klingen. Klambrücks Agonenschaftsschrein. Jute Handschuhe. Achtung, Wortspiel. Jute Handschuhe. So, okay. Genug mit schlechten Scherzen. Hinein da. Jawohl, ja. Und das ist wirklich immer noch nach über 10 Jahren, ne? Wie viele Leute neu anfangen oder das erste Mal tatsächlich in Ys unterwegs sind. Also, da ist eine Menge los. Wie man hört, ist ja noch einiges geplant für ESO. Also, ich glaube, wir können uns da noch auf ein paar Jahre ESO mindestens freuen. Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstammt dieser arkanen Helix. Erstaunlich! Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Okay. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst?
Ja, ich bin mir da eigentlich schon ziemlich sicher. Ist das zu fassen? Seht euch nur um. Da diese arkane Helix nun frei liegt, knistert es in der Kammer regelrecht vor Magie. Die Galerie des Schlüsselmachers ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Was meint ihr, warum sind sie lebendig geworden? Euretwegen. Die Lage in Tamriel ist düster. Krieg wütet in Cyrodiil. Dädrische Fürsten intrigieren. Drachen reiten auf den Winden von Elsweyr. Die zweite Ära braucht einen Retter. Ich glaube, die Galerie, vielleicht auch der Adamantturm selbst, hat euch dafür ausgewählt. Gudi, was soll ich eurer Meinung nach als nächstes tun? Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Orte, von denen ich vermute, dass sie dringend den Beistand eines Helden brauchen. Die Entscheidung liegt bei euch. Doch wohin auch immer ihr gehen mögt, das Abenteuer wartet sicher bereits auf euch. Mögen euch die Sterne behüten. Ja, danke für die netten Wünsche. Wir bekommen 73, was sind das? Nicht Gold, ne? Ich glaube, es sind Credits, ne? Kasatte des vergessenen Abenteurers kriegen wir. Wir kriegen einen Fertigkeitspunkt und Fertigkeitslinie Seelenmagie. Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt gefällt euch? Nicht jeder kann binnen eines Wimpernschlags von einem Ende Tamriels zum anderen gelangen, wisst ihr? Das ist ein ziemlich großes Geschenk. So, habt ihr vor, auch eine der Türen zu nutzen? Was, ich? Nein, ich hab zu tun. Die Sindarill werden wollen, dass hier alles durchsucht und untersucht wird. Da ich die Entdeckerin war, werde ich diese Bemühungen wahrscheinlich auch leiten. Okay. Abenteuer in der Ferne sind ja gut und schön, doch mein Platz ist hier. Ja, dann nicht. So, ja, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Hier ist noch das ein oder andere verkettet. Ich glaube, da werde ich das ein oder andere Add-on wieder kaufen müssen. Oh Leute, ich sehe schon wieder, schon im nächsten Monat auch wieder meine Geldbörse bluten hier. Gut, aber wir haben ja schon freie Slots. Wir können nach Kenates Rast, nach Strosmkai. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir noch Ödfels und Wartenfeld. So, da wir jetzt Nord sind, da wir dem Ebenerzpakt angehören, würde ich doch mal sagen, sollte das Ganze beginnen in Ödfels. In diesem Sinne, ab geht's. Es scheint, dass dieses hier nach Ödfels führt. Ein eiskaltes Nordjarltum in Ostmarsch. Dass dieses Tor einen derart abgelegenen Ort gewählt hat. Dort findet zweifelsohne etwas Wichtiges statt. Die Galerie lädt euch ein, sich ihm zu stellen. Wollt ihr euch in die Kälte wagen? Das ist eine gute Frage. So, nach Ödfels reisen und den Erzählstrang des Ebenerzpaktes, Paktes beginnen. Jawohl. Wir unterwerfen uns eurem Willen und rufen die Ketten von Kalkar. Sie vollziehen ein Ritual. Sie bereiten den Weg für einen dunklen Anker. Öffnet ihr das ins Reich des Vergessens. Es ist schlimmer, als wir dachten. Die Ebenenverschmelzung hat begonnen. Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines dädrischen Fürsten durchschauen? Er behauptet, er erfülle damit die Prophezeiung aus diesem erbärmlichen Schriftraum, die der eigene Erzfeind erfolgt. Das Portal. Und selbst gescheitert ist. Ich bin geduldig. Lass Monarch Baal nicht seinen Willen. Diese Welt wird eines Tages mein sein. Oh ja, eine schöne Einleitung. Kurz, knackig, so mag ich's. Ab geht's nach Ödfels. Ödfels ist eine Insel nordöstlich vor der Küste von Himmelsrand zwischen Windhelm und Solstheim. Die abgehärteten Nord, die Ödfels bewohnen, sind vor allem Bauern und Fischer. Ein kleines Kontingent an Soldaten des Pax hält hier Ausschau nach Piraten und Plünderern. So, und da sind wir in Ödfels und hier soll unsere erste Folge enden. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich werde in lockerer Folge ja weitere Folgen hier veröffentlichen. Wenn ihr dabei seid, würde ich mich sehr freuen. Lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Ja, Abo vor allem, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kowski.